Hier beginnt es. Auf diesem Asphalt. Die neue DTM-Saison mit neuen Gesichtern. Philipp Eng, Daniel Junkadeja, Robin Freins. So unterschiedlich ihr bisheriger Werdegang, so unterschiedlich sind nun ihre Ziele in der DTM, wo sich ihre Wege treffen. Mir hat die DTM sehr gefehlt, weil es eine sehr spezielle Meisterschaft ist. Es gibt so viele Fahrer, die so viel Erfahrung haben. Ich versuche mir da nicht verrückt zu machen. Es ist auch am Ende nur Auto mit 4 Rädern, wo vielleicht ein bisschen mehr Leute zuschauen, aber ich gebe mein Bestes. Er ist Österreicher, Philipp Eng, BMW sein Team. Willkommen in der DTM. Yes! Das ist Wahnsinn. Also es ist wirklich ein großer Traum, der in Erfüllung geht. Ich war sehr oft in den Rahmenserien unterwegs, war in der Vergangenheit sehr oft für BMW unterwegs als Boxentourguide. Dass ich jetzt hier am Sonntag, Samstag und Sonntag am Start stehe, ist echt Wahnsinn. Eng ist Rookie und das mit 28 Jahren, ein Späteinsteiger. Doch zeigte die letzte Saison, was möglich ist für einen Neuling mit reichlich Erfahrung. René Rast war unaufhaltbar, fuhr direkt zum Titel und das mit 30. Gut, ich stelle mir jetzt nicht hin und sage, ich kann und will dasselbe. Natürlich ist mein Ziel und mein Anspruch an mich selbst, dass ich immer vorne mitfahre und die Meisterschaft mitfahre. Aber es wird in erster Linie darum gehen, dass ich mir so schnell wie möglich an das DTM-Umfeld gewöhne. Apropos gewöhnen. Eng bekam reichlich Unterstützung, allen voran vom ehemaligen Formel-1-Piloten Timo Glock. Denn nicht nur die Box teilen sich beide, sondern auch nützliche Tipps. Tipps hat er schon viele gesammelt, Daniel Junkadeja. 2013 bis 16 bereits in der DTM gewesen, kehrt der Spanier nun zurück, will sein erstes Podium endlich. Ich fühle mich bereit, meine Ergebnisse aus der Vergangenheit zu toppen. Ich glaube, es ist ein gutes Jahr, in der DTM dabei zu sein. Im letzten Jahr der Sterne will er sich fürs Team, aber auch für seine eigene Zukunft bestmöglich präsentieren. Fit ist er. Und das, obwohl er sich erst Anfang April das Schlüsselbein brach. Alles verheilt, alles bereit zum Angriff. Ich bin zu 99,9% fit und das macht es für mich irgendwie noch emotionaler. Emotional wird es auch für ihn. Robin Freins steht vor seinem DTM-Debüt. Doch gerade der Niederländer ist aufgrund seines Potenzials alles andere als ein normaler Rookie. Ich gehe nicht in das Wochenende, um Fünfter zu werden. Ich will schon gewinnen, aber ich muss realistisch bleiben. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich gleich das erste Rennen gewinne. Vom 26-Jährigen erwarten sie regelmäßig Punkte, sogar Siege. Der Druck allein dadurch groß. Groß sind aber auch die Fußstapfen, in die er tritt, als Nachfolger vom zweimaligen DTM-Meister Matthias Ekström. Jeder spricht mich darauf an, dass ich auf eine echte DTM-Legende folge. Ich blende das aus und versuche einfach, mein Bestes zu geben. Freins, Junkadeja, Eng. Drei neue Gesichter, drei neue Typen. Let the season start! Drei, die in dieser DTM-Saison ihren Fußabdruck hinterlassen wollen. Angefangen hier, auf dem Asphalt.